auch lohnen, wenn ich nächstes Mal einen Harry bestelle. Der ist perfekt gefallen. Gestrüpp sieht man nichts. Aber was ich auch machen wollte, ich wollte mal nach dem Hof vom Sepp gucken, weil der ist jetzt schon so lange nicht mehr da gewesen. Da wollte ich nachher mal vorbeischauen. Mal rufe ich den vielleicht mal an diese Woche und sage ihm, was bei seinem Hof los ist. Warte mal, wo habe ich den jetzt gesägt? Hier. So, kleiner Kahlschlag. Gucken wir mal nach den Schäfchen. Oh, die haben nochmal Wolle produziert, das ist gut. 3000 Liter. Glaube ich. Auf den Markt gucken, 2000. Ist jetzt nicht so viel. Mal den Hans Peter noch mal anrufen. Die Ute möchte. Ja. Hallo Hans. Hallo. Du hast das Schrottding schon verkauft? Nein. Ah, okay, gut. Ich habe gerade was anderes zu tun. Okay. Gut. Schickst mir dann ja das Geld. Das passt ja automatisch. Ja. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Okay, dann fahre ich, glaube ich, mal kurz gucken, was beim Sepp oben los ist. Damit ich weiß, was da abgeht. Ist auch gleich viel offener, die Einfahrt hier. Das sieht schon viel besser aus. Da fährt er ja. Nichts los im CB-Funk. Also ich muss sagen, so ein Tempomat ist schon ganz schön cool. Sie einfach hinsetzen und Gas geben. So, wir schauen, was beim Sepp oben los ist.
gar nicht, hat der Kühe gehabt? Hallo? Hallo? Was geht ab im CD-Funk? Jo, chillen. Na, nicht viel. Ja, chillen. Ich bin auf der Suche nach dem Auftrag. Der Herr Peter, der will mir einen geben. Aber das Feld ist bei ihm noch nicht erntereif. Ah, okay. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Sepp mal hoch. Ich will mal gucken, dass ich den die Woche noch anrufe und dem sag, was bei ihm los ist. War da auch da oben schon mal, der hat ja Maschinen, da wird der Himmel Angst. Und ich habe gehört, der 1050, der da am Landteil steht, der gehört dem auch. Echt? Ja. Okay. Na, ich bin jetzt gerade bei ihm, ich schau mal, wie es bei dem aussieht. Aber seine Zufahrt ist immer noch genauso bescheiden wie früher. Der da muss man vielleicht mal abholzen. Ja, der sollte mal eine neue Straße anlegen hier. Ja. So, warte mal. Also gut, ich bin da mal raus hier. Mal gucken, jo, was bei dem los ist. Tschö. Mhm. So. Das sieht aber eigentlich ziemlich sauber aus. Oder ordentlich. Okay. Hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Ja. Einmal die Rechnung für das, für das Pflanzenschutz, was verbraucht wurde. Okay. Das wären 800 Euro. 800 Euro. Okay, Moment. Schicke ich Ihnen gerade. Ah, immer die Rechnung, ey. Bitteschön. Danke. Das war's. Bis dann. Jo. Tschüss. Tschüss. Sogar ein Schaf, ey. Ja, aber sonst hat er hier noch nicht viel stehen. Kann mal gucken. Aber Maschinen hat er ordentlich, ey. Für den Glasdrescher. Aber Kühe hat er noch keine. Oder vielleicht oben auf der Weide. Moment, ich geh mal gucken. Auf jeden Fall hat er sich schön eingerichtet hier oben. Du. Nee, da ist nix. Okay. So, ein Schaf hat er wohl. Kuhstall. Urig. Okay. Oh, nee. Seine Felder sind alle bereit zur Aussaat, aber nichts geht. Glaube ich. Sieht so aus. Okay. Gut, und dann kann ich ihm eine Bestandsaufnahme schicken. Dass er dann nächste Woche, wenn er wieder zurück ist, weiß, was los ist. Muss er erstmal die ganzen Spinnenweben entfernen. Halt andersrum. Oh, mein Nacken, ey. Gut, dann gucke ich gleich mal aufs GPS oder aufs Satellitenbild, was meine Felder machen. Oh, die müssten wir noch düngen. Dann fahre ich doch gerade mal zum Hans-Peter. Vielleicht hat er ja noch einen Traktor, einen günstigen im Angebot mit Pflegebereifung. Die dreschen hier schon fleißig.
bestimmt einen Drescher brauche ich eigentlich auch. Naja, ich glaube, da werde ich erstmal das LU beauftragen müssen. Jetzt gucke ich erstmal, ob der Hans-Peter noch einen Traktor hat. Ja? Hans, komm mal raus aus der Kiste. Ja, ist, bin ich nicht. Achso. Hans. Ja? Hast du eigentlich noch einen Traktor? Apropos Traktor. Ja, das hört sich besser an. Ich hab keinen Traktor mehr. Was hast du denn im Angebot, was günstiges? Also, ich hab so ein Fiat. Im Angebot. Ein Vier. Einen gebrauchten? Ja. Was kostet denn der? 59.000. Hä? 59.000. Wo steht denn der? Der Spiegel. Wo steht denn der? Den habe ich auf meinem anderen Hof. Du hast noch einen Hof? Ja. Hey, Peter! Ja? Kann ich die Karre bei dir in der Garage stellen? Jojo. Oder auf dem Parkplatz? Ja, mach. Danke. Ah, fahr mich nicht an! Ja, ich habe hinten keine Augen. So. Und was hast du, sonst so, was ist in deinem Prospekt so drin? Moment, ich muss kurz die Nachrichten durchlesen. So, der Bauernbund ist, ich brauche was Kleines mit, Ding, mit, Pflegebereifung. Mit Pflegebereifung? Jo. Uff, also, welches Budget haben Sie denn? Sind wir jetzt wieder beim Percy? Welches Budget hast du denn? So wenig wie möglich. Und wie viel PS willst du haben? Er muss nur Düngestreuer können. Da kann ich auch noch gucken. Welcher? Der. Es reicht doch mal. Der ganz normale Streuer. Also könnte ich in so ein Deutsch. Er hat genau den. So ein Freisichthaube, meinst du? Ja, wo wissen Sie das? Ich bin gerade im Katalog. Ja. Der hätte von 107 bis 143 PS. Oh Gott, das ist aber knallig. Ja, sowas schwebt mir vor, das würde passen. Naja, es kostet auch nicht viel. Nee, du kannst so einen bestellen? Kann ich für dich machen, ja. Jo. Willst du noch sonst hier irgendwelche Konfiguren? Jo, ich hätte gerne Felgenbereifung Deutz 3. Felgenfarbe. Das, ja. Matte, das Matte. Config Standard. Reifen Trelleborg. Ja. Also Pflegebereifung, ist ja klar. Und Standard Motor. Ja, Standard Motor. Warte. Eine Frontladerkonsole? Habe ich eigentlich am Deutz schon, am Ford schon dran. Nee, Frontlader brauche ich nicht. Okay. 18,4 kostet der Standard, ja. Plus ohne Steuer. Plus ohne Steuer, ja. Plus ohne Steuer. Mhm. Die von Deutz sind immer sehr schnell mit liefern.
Okay. Hast du mir einen Anhänger da, dass ich den gleich mitnehmen kann? Also zum Transportieren irgendwas? Was transportieren? Ja, den Traktor. Ich bin ja mit meinem Auto da. Nein. Nee, ist nicht. Passt der auf den Williams Trailer? Nee, oder? Doch, müsste eigentlich passen. Auf den was? Auf den Williams Trailer. Anhänger. Die Frau William. Ja. Da sollte der eigentlich aufpassen. Aber ich weiß nicht, ob sie die dann da hochkriegen. Oder hat Der er da. hat Rampe dabei. Ah, da Steckt ist hinten drin. versteckt. Ja. Dann bestellen wir mal einen mit Leitergestell und Seiten. Kaufen, mieten. Kaufen. Ja, muss ich nicht immer kaufen, muss ich nicht immer suchen, weißt du. Und danke erstmal. Ja, tschö. Tschö. Warte mal. Ich glaube, das wird nichts. Ich guck mal gerade. Darf mir ja, muss mir ja Schlangenlinie reinfahren oder wie ist das? Schlangen. Ja, mit diesen komischen Paletten da. Ja, die sind vom Harry. Hey, würde ich dem einfach mal auf den Müll werfen. So. Oh, hey, guck mal an. Moment. Habe ich ihn schon dran? Nee, ich bin zu weit gefahren. Aber jetzt. Automatik. Aber guck mal, ob das klappt. Nee, das ist zu breit. Gib mal Gas. Stopp, stopp. So ist perfekt. Perfekt. Okay. Perfekt. Besser geht's ja nicht. Also, das geht jetzt auch nicht besser. Warum ist der Stromberger nicht da? Dann tschüss. Tschö. Warte mal, ich mache lieber noch ein paar Spanngurte dran. Ich hoffe mal, die heben. Kann ich hier nämlich eigentlich sogar. Ja, das müsste reichen. Warte, da geht noch einer, ja. Kann ich hiermit eigentlich auch meine Wollballen transportieren? Hoffentlich Ja. hoffentlich bleibt er oben. Gut, bis dann, tschüss. Ja, tschüss.